da hier geht ein blauer Weg runter. Das ist wirklich nur für geübte Berggänger. Wir gehen jetzt da hier hoch. Und da vorne sieht man noch schön auf den Hengst hoch. Das ist dieser da. Dieser Graben, den man da übrigens sieht, das ist der Hilferngraben. Und der kommt vom Hilfernpass. Und dort vorne, hier irgendwo, verliert der Bach den Namen und von dort an heißt er Ilvis. Und da hier vorne, da ist Langnau. Und da hier weit hinten sieht man die Stadt Bern. Und natürlich ganz hinten am Horizont der Jura. Es gibt wieder mal eine Rundumsicht. Da drüben, diese Hügel hier, die habe ich jetzt auch schon fast alle gemacht. Da vorne habe ich jetzt dann den höchsten Punkt von meiner heutigen Wanderung erreicht. Dann geht es lange bergab, aber es kommt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine ziemlich heftige Steigung. Dafür kann ich eine relativ gefährliche Stelle umwandern. Jetzt habe ich nur noch da vorne noch ziemlich einen heftigen Abstieg. Aber mit dem muss ich einfach in den Bergen rechnen. Aufpassen heißt es einfach. Jetzt geht der Weg diesem Hang entlang. Und da unten irgendwo bin ich durchgekommen. Da noch einen Blick zurück. Da ist wirklich eine gefährliche Stelle. Aber ich muss einfach langsam machen, dann geht das gut. Da habe ich keine Ahnung, wo der Weg durchgeht. Da, an diesem Hang entlang komme ich jetzt. Durch diese Steinwüste komme ich jetzt und muss noch gehen.
ist diese Schlunde da unten. Und da kommt der Weg runter. Über dieses Flurband musste ich jetzt runtersteigen. Jetzt habe ich die ganz gefährliche Strecke hinter mir. Da habe ich jetzt sehr viele Verwandte. Und da unten Sörenberg und die Berge. Ah, so schön. Heute ist klarer als letztes Mal, als ich da durchgegangen bin, also am Samstag. Da von dieser Seite oben bin ich jetzt runtergekommen. Und da hier unten, das geht sicher in Höhle rein. Das hat ja hier so viele unterirdische Gänge. Da kommt man sich fast vor wie auf dem Mond in einer Steinwüste. Wieder mal einen Rundumblick. Da geht's jetzt runter. Völlige Kraterlandschaft. Bis hierher ist wieder ein Zaun. Und ich bin immer noch so in einer Steinwüste. Und da geht es jetzt wahrscheinlich dann wieder doch ziemlich gerade runter. Ja, da hier verliere ich jetzt wieder ziemlich an Höhe. Ja, der Turm. Alles voll mit Felsen. Und da bin ich jetzt runtergekommen. Geht's da hier weiter? Durch dieses Labyrinth bin ich runtergekommen. Und da hat schon die ersten Tannen, also ganz kleine.
Wenn ich jetzt da hier hochgestiegen wäre, da wäre auf der anderen Seite auch wieder eine sehr gefährliche Stelle gewesen. Da gehe ich jetzt lieber hier runter. Ja, diese Umgebung. Es ist traumhaft schönes Wetter. Ich habe nicht das Gefühl, dass das morgen Regen geben soll. Und gegen Ende Woche da oben Schnee. Wir haben ja heute den letzten Oktobertag und es ist eigentlich erstaunlich, dass noch so warm ist. Wir hatten die letzten Tage eigentlich Sommerwetter. Aber auf nächsten Samstag wird es dann massiv kälter. Es gibt nur noch 10 Grad. So, da vorne gibt es jetzt mal wieder eine Pause. Diese Landschaft. Was kommt denn da zum Vorschein? Dort oben ist noch ein Kreuz, da hier oben. So, jetzt gibt es eine Pause. Da ist wieder ein ziemlich steiler Abstieg. Und da hier oben, da wäre die Lücke, wo man auf der anderen Seite auch runter könnte. Von da hier komme ich jetzt runter. Und ich bin immer noch in diesem Karst. Bereich drin und da hier geht es jetzt weiter ins Tal runter. Ist alles sehr gut markiert und da oben hat es auch noch einen Bunker da in der Flur. Sehr gut getarnt und ich vermute auch da hier vorne. Da einen Blick nach Söreberg runter, Frienzer Orton Gegend drüben und da hier über die ganze Schrattenflur. Das ist schon eine spezielle Gegend. Ich habe schon den Wald erreicht. Und da geht es jetzt doch ein bisschen steiler runter.
da kommt jetzt der Wanderweg runter. Und geht dann noch immer weiter in den Wald hinein. Ja, da unten, wo dieser Wegweiser ist, auf der rechten Seite davon, habe ich euch ja beim Aufsteigen gesagt, dass das in der Nähe von meinem Weg beim Aufsteigen ist. Das ist also der nächste Punkt. Von daher gehen wir dann wieder davon weg. Jetzt habe ich schon wieder einen breiteren Weg. Und schon bald der erste Abstieg geschafft. Da unten ist die Straße, wo wir dann wieder reinkommen. Jetzt bin ich schon wieder ziemlich weit abgestiegen. Und da unten komme ich jetzt in diese Straße rein. Und da geht es wieder hoch. Da ist noch eine schöne Alphütte. Das gibt wieder einen schönen Abend. Und ich habe so das Gefühl, dass wir dort hoch müssen. Jetzt geht der Wanderweg hier an diesem Hang entlang. Da kommt wieder sein Flugband runter und das muss ich jetzt auch noch durchqueren. Thank you.
So, die ganz gefährliche Stelle habe ich auch da wieder überwunden. So, jetzt habe ich wieder eine gefährliche Stelle zurückgelassen und jetzt geht es da hoch, gerade hoch, wow, bis dort oben zu diesem alten Baum, bis da. Dort muss ich dann wieder was trinken. Ja, von da unten hoch bin ich jetzt gekommen. Da ist jetzt ein ganz ekliger. Und es geht noch weiter hoch. Ja, von da unten bin ich jetzt da hochgestiegen. Da sage ich jetzt ganz schlimm noch. Von da bin ich jetzt hochgestiegen. Und da sieht man schon ins Entlebuch. Und da hier. Da geht es jetzt doch gerade ziemlich steil runter. Da diesem Fels entlang bin ich drunter gekommen. Jetzt muss ich noch hier runter und darüber wieder hoch. Von da oben komme ich jetzt runter. Und ich müsste eigentlich noch bis ganz zum Weg. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich gehe jetzt da querfeldein, weil ich muss noch mal hoch. Ja, das ist jetzt der letzte Ausstieg, den ich heute noch habe, dann geht alles runter. Da vorne komme ich jetzt schon in den Weg rein. Oben gibt es dann noch schnell mal eine Pause. Zum Glück geht es nicht mehr so weit, sind wir oben. Das ist der Ausläufer von der Schrattenfluh. Und da hier vorne, da an diesem Fels entlang, bin ich runtergekommen und musste fast da ins Tal runter. Liebe Wanderbrüder, euer Schutzengel kam heute viel zum Einsatz. Jetzt habe ich endlich den letzten großen Aufstieg erreicht. Jetzt geht es fast nur noch runter. Jetzt geht mein Wanderweg hier am Hang entlang.
Da sieht man schon noch Flüeli runter. Und ich habe jetzt noch ein paar Kilometer zu machen. Jetzt habe ich noch einen Abstieg wieder, ziemlich großen. Da gibt es jetzt wieder einen heftigen Abstieg und da bin ich ehrlich froh, dass ich das noch nicht in der Nacht machen muss. Der Rest ist mir dann egal. Ich laufe jetzt übrigens Richtung Hilferenpass. So, ich bin bei der Hütte unten angekommen. Jetzt geht es Richtung Hilferenpass. Und bis zu meinem Ziel sind es noch 8,9 Kilometer. Eine Aufnahme noch ins Tal runter. So, jetzt geht alles wirklich runter. Jetzt gehe ich direkt nach Marbach, Campingplatz, wo ich dann noch auf den Bus umsteigen werde. So schöne Stimmung, auch am Abend. Ich werde alles der Straße entlang gehen. Da vorne wäre noch die Möglichkeit, einen Wanderweg zu benutzen. Aber das ist mir jetzt doch ein bisschen zu gefährlich in der Nacht. Es ist einfach auch schön am Abend, die Lichter. Und da unten wäre jetzt der Hilferenpass. Und ich muss jetzt noch das ganze Tal da nach vorne wandern. Und da hier hinten der Mond. So, ich habe den Hilferenpass erreicht. Man sieht leider nicht viel. Das könnte ich noch zeigen da. Ah, man sieht es nicht. Hilferenpass 1291 Meter. So, jetzt gehe ich alles da der Straße entlang. Nach Marbach, Campingplatz. So, ich habe die Haltestelle erreicht.
Das ist unser Ziel für heute. Ich danke euch, dass ihr mich begleitet habt. Bis zum nächsten Mal. Danke.